an 70 Grad Nord, direkt am Lüngenfjord. Unser Quartier ist 50 Meter vom Strand entfernt und eisige Temperaturen die ganze Zeit da. Und wir haben eigentlich im Umkreis von 50 Kilometer Eis ohne Ende, also ein Wasserfall nach dem anderen. Das ist einfach ein Riesenpaket, was man da so quasi kriegt, wenn man da rauffliegt. Und das hat schon seinen ganz eigenen Reiz. Ich bin zum Eisklettern gekommen, weil mich einfach die Materie Eis sehr fasziniert hat und einfach eine Fortbewegung auf einer zeitlich begrenzten Materie, einfach das ist die Linie, die ich im Winter klettern kann, ist im Frühjahr spätestens weg. Es ist irgendwie die Faszination, die ich vielleicht auch beim Highlinen habe, dass wenn die Highline wieder abgebaut ist, dass sie eigentlich irgendwo da in der Luft mit weg habe.